Für die, die länger brauchen, was machen wir da? Es geht um einen fucking Quickie. Komm, lass mich gehen. Hallo und herzlich willkommen zu Domis Quickie. Sex im Bett kann jeder und ist auch wirklich schön. Autosex, ja, Stani, meistens absolut unbequem. Man kriegt einen Krampf im Bein und es ist trotzdem geil. Aha. Wenn du glaubst, dass du schon alles durch hast, kriegst du hier jetzt mal ein paar ausgefallenere Sexorte. Kauf dir abends einfach mal ein Ticket für ein Riesenrad. Da bist du mit tausenden Emotionen überhäuft. Von Leidenschaft bis Romantik über Adrenalin und Aufregung. Probier es mal aus, ein Riesenrad. Nimm deinen Schatz mal mit und fahr mit ihm oder ihr zu einem Leuchtturm. Da habt ihr einen mega geilen Blick aufs Meer. Seid ungestört allein und es ist ganz schön eng. Aber Platz braucht ihr ja nicht. Wenn du das nächste Mal dein Auto waschen gehst, nimm deine Süße oder deinen Süßen auf jeden Fall mal mit. Sex in der Waschanlage bzw. überhaupt jemand in der Waschanlage ist eigentlich nicht erlaubt. Aber so ein Quickie, während dein Auto geschrubbt wird, ist auf jeden Fall ein Muss. Was auch super aufregend ist, ist Sex beim Karneval. Jemand Unbekanntes, vielleicht ein Vampir oder ein Häschen oder irgendjemand, mit dem du rausgehst, Sex hast und nicht weißt, wer es ist. Ist ein super Reiz und richtig aufregend. Classy, aber muss auf jeden Fall auch sein, in der Umkleide mal Sex zu haben. Du musst zwar auf jeden Fall still sein und es ein bisschen unauffällig machen, aber gerade das ist der Kick und vor allem, wenn danach noch links und rechts und vorne und hinten Spiegel sind, wird die ganze Sache noch heißer. Die Tiefgarage ist auch ein Ort, auf den man nicht so leicht kommt. Es ist irgendwie so underground und mega dunkel und entweder du suchst dir dann ein ganz stilles, dunkles Eckchen und hast da Sex im Auto oder du stehst auf den Kick und gehst einfach inmitten aller Autos und treibst es da. Aber ich sag's dir jetzt schon mal, meistens hinter Kameras. Das heißt, die Sicherheitsleute werden sich sehr darüber freuen. Oh. Natürlich sind so ausgefallene Orte nicht für jedermann was, aber versuch einfach mal ein bisschen lockerer an die Sache ranzugehen und auch Sex im Fahrstuhl, auf deinem Balkon, Sex am See, das sind auch alles Sachen, die dein Sexleben viel aufregender machen. Probier's einfach mal aus. Und hier sind wieder meine süßen Singles der Woche für dich. Auf der einen Seite habe ich die Jackie. Wenn die Jackie auf einem Sexspielzeug stehen würde, würde sie ein Vibra einnehmen. Klein, unscheinbar, aber es hat richtig ordentlich Power. Und auf der anderen Seite habe ich den Mirko. Was bei Mirko überhaupt nicht geht, ist Unehrlichkeit, klar. Und was bei ihm immer geht, sind Freunde, Sport und Bier. Geile Kombi. Wer du einen von den beiden geil findest, super findest, sexy findest, charming findest, irgendwas, kannst du dich natürlich kontaktieren, einfach auf jam.fm. Wenn du auch hier landen willst, schreib mich einfach mal an. Alle Infos findest du noch hier drunter. Und falls du irgendwelche Anregungen, Fragen hast, kannst du natürlich auch hier drunter kommentieren. Das war's mit Domis Quickie. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Adios, I'm done. Domi, immer Montag bis Freitag, 10 bis 15 Uhr auf Jam FM.